Jupp, und hier ist wieder eGaming-LP. Immer noch alleine. LP2, wie haben wir es getauft? Irgendwas. Schrecken der Nacht. Des Grauens. Auf jeden Fall, ich habe was festgestellt, nachdem ich das letzte Video geschaut habe. Und zwar, während ich am Buddeln war, gab es Probleme mit dem Licht. Das heißt, ihr habt nichts gesehen. Ich habe eigentlich was gesehen. Gar kein Problem damit gehabt. Und auf jeden Fall versuche ich das jetzt halt zu beheben, dass das nicht weiterhin ein Problem ist. Das heißt, ich werde jetzt mit den Fackeln nirgendwo sparen, sondern wirklich immer schauen, dass alles hell erleuchtet ist, dass ich nicht der Einzige bin, der was sieht. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt so in der Nacht passiert und das mit diesen Blocks querlehnen an Holz, das ist ja ultra nervig. Naja, das war auch nicht der Sinn. Aber ich denke mal, das kriegen wir in den Griff. So, das machen wir noch. Dann machen wir noch eine neue Picke, weil ja, ohne Picke geht halt wirklich nicht viel. Dann pflanzen wir die Hose nochmal. Und weiter geht's. Ja, was steht so auf dem Plan? Ich bräuchte was zu essen. Zuckerrohr kann man zwar eigentlich essen, aber ich glaube von Minecraft nicht. Wie mache ich denn das da jetzt? Das heißt, ich baue mir einen Weg hoch. So. Yay. Wie groß machen wir das Häuschen? So. 3, 4, 5, 6, 7, 6. Das ist sowieso jetzt erstmal nur der Prototyp und wird sowieso, wenn er überhaupt behalten wird, und große Maßstabe umgebaut, denke ich mal. Was ist ja jetzt nur mal, dass ich nicht gerade in der Nacht drauf gehe, sondern erstmal ein Dach über dem Kopf an. Mir fällt gerade auf, dass mir wahrscheinlich gleich die Steine ausgehen. Boah, ja, alles klar. Super Timing Creeper. Hat das meine Working Bench kostet? Der hat sich einfach angeschlichen. Und ich habe nichts mehr zu essen. Klasse! Es könnte sein, dass wir mich in hier dem LP noch unterstaben sind, ja? Nur um das mal klar gemacht zu haben. Ich habe nämlich hier keinen Anspruch, dort auch permanent zu leben. Und der hat hier ein super Loch hingerissen. Könnte ich gerade kotzen. Und meine Working Bench ist einfach weg. Naja, heute mal schon mal ein bisschen Action. Und ich habe wenigstens noch mal was zu tun. Ja, Freude herrscht. Gucken wir erstmal, dass wir aus dem Loch hier noch mal rauskommen. Das ist halt das Problem, wenn man keine vier Wände hat, bevor man. Ja, wie gesagt, bevor man halt einfach hinzieht. Sowieso mal blöd ein Haus hinzuziehen, das keine vier Wände hat, das kenne ich schon zu. Sterbe ich, wenn ich jetzt hier runterfällt? Wenn ja, sind ihr es schuld. Ja, war klar, alles klar. Wo respawnen wir? Na gut, zum Glück nicht weit. Glück gehabt, nicht an aber volles Leben. Welch glücklicher Zufall. Ja, hat irgendjemand auf die Uhr geglotzt, wann ich angefangen habe? Nö, schade. Ich auch nicht. Aber mein ganzes Dach ist auf jeden Fall noch da. Und ich loh jetzt mal. Ja, ich kann. Geh weg, Zombie. Verpiss dich. Ey, verpiss dich oder ich hau dich. Geh weg. Wolle du Rose kaufen? Geh weg. Ich brauch Stein. Hat der Angst vor Licht? Nein. Schade. Wäre zu schön gewesen. Ich gebe zu, ich bin schlecht vorbereitet. Das ist mitten in der Nacht und ich laufe von einem Zombie weg. Oh, ein Skelett. Klasse. Au. Stirb. Na los. No. Ich starb schon nochmal, oder? Ihr sind solche Nervensägen. Ertrinken die wenigstens? Komm, ertrink du Homo. Los. 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 Ey, wie viel hält dann so ein dummes Skelett aus? Ich hätte mir wenigstens können ein Schwert machen. Aber nö, nö, was habe ich? Nix, genau. Jetzt ist die Frage, soll ich nicht einfach aus dem bisschen, was ich so habe, noch schnell ein Häuschen für die Nacht zusammenbasteln? Weil, ja, ein Bett habe ich ja auch noch nicht. Ich habe noch gar keine Schafe gesehen. Oh, ist das nicht nett? Guck mal, das ist ein schlichter Pfeil an meinen Füßen, aber ich sehe sie leider nicht. Schade. Doch, aber ich glaube, das mache ich wirklich. So, zumindest mal zwei hoch. Dass mir jetzt im ersten Moment mal nichts passiert, wenn ich nochmal schnell in mein Dings krabbeln muss. Aber ich habe eine Idee. Was ist dann, wenn ich den Creeper dazu bringe, zu explodieren und mir ein bisschen Stein zu machen?
Komm her, Creeper. Na ja, los. Ja, brav. Ja, komm. Machen wir mal nicht, wenn mir nach Sifor hingeht. Na komm. So, und jetzt darfst du hochgehen. Bom. Stein. Nur ein bisschen Batsch. Ein wenig Batsch, ein bisschen Holz, das ich mir abbauen muss. Ist auch schon nicht schlecht, aber habe ich mir ein wenig mehr davon erhofft. Irgendwas haut mich. Geh weg. Ich hau dich mit meiner Axt. Stirb du, du Mistvieh. So, rennt hier irgendwas in der Nähe von meinem Haus rum? Unserem Haus demnächst? Nö. Geht der auf? Ne, der geht ohne. Gut. Jo, wie mache ich das dann am besten? Ich glaube, ich hole mal schon noch schnell hier die zwei Bäume weg. Muss ich auch nicht so weit von meinem Haus weg. Kann mich doch schon schnell drin verziehen, wenn es soweit ist. Boah, stirb, Spinne. Hier, stirb an meinem Steinwerkzeug. Ich habe schon immer nur noch 3 Leben. Ja, das ist doch kacke. Ich sterbe hier schon wieder. Ey, der ist... Der will voll aus der Air angreifen. Boah, dann springt der auf mich. Bin ich dann jetzt schon nochmal? Okay, also es hat wirklich die Nacht der Grauen, den Titel hat's verdient. Wie er da so chillt und lässt sich einfach in seinem komischen Dampfbad besudeln. Und ich starb die ganze Zeit gegen irgendwelche Monster. Total schrecklich, ja. Ich will nach Hause. Ach so, ja, zu Hause gibt's nicht mehr. So war das, gell? Schade. Ich habe einen Pilz. Kann man die nicht einfach so anpflanzen? In der Nähe von Bäumen muss das sein, gell? Irgendwie war das doch. Oder auf Steinen? Ich weiß es gar nicht. Okay, hier kann ich es schon mal nicht anpflanzen. Es wird dezent heller. Juhu! Das heißt, ich gehe jetzt, ich schaue jetzt mal, dass ich vielleicht Schafe finde. Oder zumindest mal meine 4 Wände zusammengekratzt kriege. Damit das doch nicht schon nochmal passiert. Das ist ja schon fast peinlich, aber es ist mir endlich gerade egal. Und das doch nervt mich. Ich kann doch mal eine Truhe gebrauchen. Ich glaube, die mache ich mir schon schnell. Ach so, hä? Bräuchte ich echt mal noch einen Working Bench. So. Okay, da ist sie. Jetzt. Okay, das doch sagen wir mal beim Nico nicht, dass ich so oft in der ersten Nacht gestorben bin, ja? Ist ein bisschen peinlich. Nehmen wir halt alles mal so hin, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. So. Ja, braucht man jetzt. Ja, da riecht es jetzt. Ach, nicht notwendig, aber gut zu haben. Wo sind eigentlich meine Fackeln? Nö. Ist ja nicht, dass meine ganzen Fackeln weg sind. Kann ich nämlich schon nochmal nicht richtig spülen gehen. Don liebt zumindest noch EP, aber. Ich brauche Fackeln, Mädels. Wo bekomme ich jetzt Fackeln her? Ich sehe es aber auch nicht. Da vorne liegen noch Sticks von mir. Da sind sie! Wow. Komm, sie liegen da. Und er droppt sie nicht. Doch, jetzt hat er sie. Ach gut, dann kann ich euch nämlich viel mehr zeigen. Alles klar. So. Jetzt, ich habe eine Picke und ich gehe mir jetzt erstmal noch ein bisschen Steine sein und dann, sobald... Och, scheiße, stimmt, Creeper starben ja nicht mehr in der Nacht. Der hätte doch wenigstens können da vorne in meiner Ansatzmine sterben. Ein Slime? Da fuck? Stirb! Toll, deswegen hasse ich die Viecher, dann killt man einen und es geht's weit raus. Ich kann Sticky Pistons aber schon mal basteln, das ist doch schon mal was. So, hier wird's dann schon dunkel für euch, also bin ich einfach mal so nett und mach ein bisschen Licht. Und halt einfach mal noch ein bisschen Kobbel mit. Fackeln habe ich hier echt mal genug, aber ich bräuchte halt einfach ein bisschen noch was, um mein Häuschen rund zu machen. Ja, und dann gehen wir Schafe suchen. Das heißt, wer als erstes ein Schaf hat, am besten Stopp. Machen das jetzt wie im Fernsehen mit Dora. Wo ist das Schaf? Ja, wo? Aber mal sehen. Mal schauen, ob wir überhaupt irgendwelche finden, beziehungsweise wie lange das dauert, bis wir welche finden. Aber wie gesagt, ich hätte eigentlich schon gern ein Bett für die Nacht. Sieht man hier noch was? Keine Ahnung. Schenk mal lieber eine Fackel auf.
Kohle, Kohle. Na, ein bisschen kohlegeil bin ich gerade schon, weil ich meine, das sichert ein bisschen so eure Sicht. Oh, es geht immer noch so langsam. Boah, wie groß ist da der Kohleflitz? Gravel. Ich kann mal irgendwas mit Kies anfangen? Eher nicht. Also lassen wir den auch schön stehen. Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch das Häuschen fertig bauen, bevor ich das LP hier abgebe, weil ich will nicht schon nochmal eine Nacht des Schreckens haben. Und dann gehen wir gleich mal noch Schafe suchen. Was jetzt noch hier passiert, weiß ich nicht. Es kann passieren, dass das ich ins nächste LP schiebe, beziehungsweise werde ich es wohl teilen. Ja, mit N30 Steinen kann ich zumindest mal noch die Wände fertig ziehen. Da mache ich mal noch eine Tür und dann ist es fast wie zu Hause. Ja. So, hier lassen wir noch ein Fenster. Ich meine, es ist wirklich nicht viel, was ich mir jetzt hier zusammen bastle, aber es ist immerhin schon mal etwas. Etwas, sorry. Boah, und es reicht einfach für die Wände. Ja. Ich kann mal sogar noch welche klauen und zwar so. Hier. Ist das Haus quadratisch? Ja, es ist einfach quadratisch. Edel. So, und dann gehen davon noch zwei Stück in die Decke. So, eine Tür, weil das ist immer blöd, wenn man die Zeugen Jehovas nicht aussparen kann. Also, setzen wir die lieber. Yay. So. Ich meine, es hat noch kein Dachrehen drin, aber wenigstens kann man schon mal vor Monstern weglaufen. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung laufen wir und suchen nach Schafen. Nee. Nee. Okay, scheint mir nicht zu helfen. Hier ist der Creeper gerade eben auch hochgegangen. Hier sind einfach so viele Bäume. Ja, keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt laufen soll, aber so ein Handvoll Schafe wäre jetzt ganz nice. Ich kriege auch denen ihre Wolle, wenn ich die einfach kille, oder? Wo laufe ich dann jetzt? In Schweinchen! Boah, Schweinchen! Du musst leider sterben für meinen Wohlergehen. So. Ciao. Juhu! Boah, das hat sogar wirklich gut getroffen mit drei Fleisch. Ein Schaf! Reicht ein Schaf nicht? Ich brauch drei, gell? Egal, du stirbst schon mal, dann bist du schon mal ein Drittel Bett von mir. Wenn nicht das nur, da sind hier gerade wirklich Schafe gespawnt. Hat der Wolle gedroppt? Ja. Und das ist sogar ein graues Schaf! Juhu! Cool, dann kriege ich von dem LP wirklich noch mein Bett zusammen. Das ist nice. So. Jetzt reicht es einfach schnell zurückkommen. Und das ist schon mal gut zu wissen, dass hier jetzt so viele Tiere rumlaufen. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Farm oder so angesetzt kriege, könnte ich mal ja Schweinchen züchten, zusammenfarschen. Das wird LP3. Fangen wir die Schweinchen und Schafe auf. Das heißt, wir besorgen uns gerade noch ein bisschen Holz und dann bräuchte ich eigentlich einen Weizen. Ah, das ist alles scheiße. Ich habe noch keine Farm und keine Axt mehr. Hoffentlich sieht das dort der First da nicht. Gut, gut, gut. Das heißt, ich mache mir noch schnell ein Bettchen. Und dann sage ich erstmal Tschüss. Wieder, weil, jupp. Zeit läuft uns halt einfach weg. Es ist halt einfach nie Zeit für irgendwas. Aber Bettchen steht. Alles klar, Ziel erreicht. Trotz unerwartet. Alles klar, bis demnächst.